Handel sind eine große Freude, auch nicht Araber zu sehen, die gegen dieses Putin-Regime und gegen das syrische Regime protestieren und sich mit uns solidarisieren. Das zeigt uns, dass es viele Nationen, viele Leute gibt, die mit diesem Regime, mit diesem Putin nicht einverstanden sind, die verstanden haben, dass am Ende das Volk siegen wird und dass es sich lohnt, für die Freiheit einzusetzen, egal ob das die eigene Freiheit oder die Freiheit anderer Völker. Power to consider. This is power of the people, the occupied people in Russia. These people have no leader. The people that have no leader and trigger 80,000 people in Moscow. This news you don't know about. You don't know because the media control everything. But there are 80,000 people in Moscow camping. 700, 800 people daily are arrested. These people are occupied people. They have no leader. This is a new way to walk. That's the thing that is here also. So we coexist. We have problems in this world and we need to solve it. So, yeah. Assad need to go out and Putin too. Democratic system must be never falsified, and the victory of Putin in Russia should never be celebrated in Germany. That is the point. The victory of Putin in Russia should never be celebrated with marches here in Berlin. This is crime, and this crime is unforgettable. We will remember it, many small people going to with cameras, etc., going to remember it and to let others to remember it. Russland verkauft seine Waffen an eine Regierung, die ihr Volk tötet. Die Waffen der syrischen Regierung werden gegen das Volk gerichtet und nicht gegen den wahren Feind. Wäre das russische Veto nicht gewesen, wäre das Blutvergießen in Syrien schon längst zu Ende gewesen. Russland verkauft seine Menschlichkeit mit dem Veto und den Waffen, die es an die syrische Regierung verkauft hat. Wir sind hier, wir sind hier.
Meine Damen und Herren, ich spreche zu Ihnen als Vorsitzender der deutsch-kaukasischen Gesellschaft im Namen hunderttausender Tschetschenen und vieler, vieler Flüchtlinge, die sich an uns um Hilfe wenden und hier in Europa sind. Warum sind Sie hier? Wir klagen hier an diesem Ort anlässlich Putins Besuch, Putin an für die Bombenanschläge in Wolgodonsk und Moskau. Und fordern die Aufklärung dieser Terroranschläge, einschließlich Nordost, einschließlich Beslan. Wir fordern Freiheit für die demokratische Opposition in Russland, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Zugang zu den Medien. Wir fordern die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit in Russland, unabhängige Rechtsprechung, Freilassung aller politischen Gefangenen, einschließlich Hunderte, ja über Tausende Tschetschenen, die ohne Recht und Gesetz in Haft sind, gefoltert und misshandelt werden. Wir fordern die rückhaltslose Aufklärung der Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverbrechen in Tschetschenien. Wir fordern die Aufklärung der Morde an russischen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten wie Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova und vielen, vielen anderen. Zu Ihrer Information, es wurden in den letzten Jahrzehnten in Russland nicht nur 20 Journalisten und Menschenrechtsaktivisten ermordet, sondern mehr als 200. Wir fordern freie, faire Wahlen, einschließlich eines fairen Wahlkampfes. Und gerichtet an die Regierungen in Europa fordern wir eine größere Unterstützung zivilgesellschaftlicher Akteure und Menschenrechtsaktivisten und ihre Einbeziehung in den internationalen politischen Dialog. Putin muss natürlich als Präsident Russlands respektiert werden. Er ist es nun mal, ob legitim oder nicht. Aber wir wissen, warum er eine so große Angst vor einem Machtwechsel in Russland hat. Weil er irgendwann sich für seine Verbrechen verantworten muss und nach Den Haag geht, um sich vor dem Menschenrechtstribunal zu verantworten. Protestieren gegen Putin und fordern eine Aufarbeitung seiner Verbrechen. Ohne das wird es keine Demokratieentwicklung in Russland geben. Danke.